Heute möchte ich was über Naschdemenz und Lebensmittelschwangerschaft erzählen. Wer sich gesünder ernähren oder gar abnehmen möchte, der kommt eigentlich nicht dran vorbei, sich aufzuschreiben, zu protokollieren, was er wann isst. Das erfahre ich immer wieder in über 20 Jahren Ernährungsberatung. Erzähl mir die Leute, was sie alles so essen und letztendlich, wenn sie was aufschreiben, kommt was ganz anderes raus. Oder ich ernähre mich ja gesund und dann kommt eine Aufzählung, was die Leute alles essen. Dann frage ich, was hast du denn gestern gegessen? Und dann kommt in 80% der Fälle, ja, gestern war nicht so ein optimaler Tag. Ja, und so ist meistens jeder Tag. Und deswegen, ganz wichtig, aufschreiben gegen Naschdemenz. Viele kriegen gar nicht mehr mit, was sie sich alles so im Laufe des Tages in den Mund stecken. Deswegen, hier soll es nicht nur mal ein normales Ernährungsprotokoll geben, damit man Klarheit bekommt, was schon sehr viel geholfen hat. Was aber viel effektiver ist, ist, dass man sein Verhalten damit einbaut, dass man Muster kennenlernt. Das heißt, ich schreibe mir auf, einfach, ich mache mir eine Tabelle und dann schreibe ich mir auf, wann, zu welchem Zeitpunkt habe ich was gegessen, was habe ich im Tagesverlauf getrunken. Wie groß war mein Hunger, als ich es gegessen habe? Ich kann mir eine Hungerskala einbauen von 0 bis 10. Und wie groß war im Anschluss meine Sättigung? Auch vielleicht eine Skala von 0 bis 10. Da habe ich schon viel mehr Erkenntnisse. Und dann die Frage, warum habe ich gegessen? Aus welchem Grund? Weil es gerade in der Zeit war, weil Essenszeit war. Hatte ich überhaupt Hunger oder nicht? Habe ich aus Frust, aus Motivationsgründen, aus Langeweile gegessen? Oder warum auch immer die Leute so essen? Und dann kann man Muster erkennen. Was habe ich wann gegessen? Hatte ich Stress? Habe ich dann eher zu Süßen gegriffen oder nicht? Und das macht sehr, sehr viel aus. Dann habe ich eine ganz klare Übersicht, was habe ich gegessen? Naschdemenz kommt somit nicht mehr auf. Ich weiß genau, wann ich was gegessen habe. War ich hungrig oder nicht? Und wie gesättigt war ich? Und dann kann ich gucken, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus? Nicht nur, warum habe ich gegessen, sondern wie wirkt sich das einzeln auf meinen Körper aus? Wurde ich danach müde? Hatte ich Verstopfung? Hatte ich vielleicht Durchfall? Hatte ich Blähungen? Habe ich mich nicht gut gefühlt? Das alles eintragen, dann kriege ich ein sehr, sehr klares Bild. Und wenn ich das habe, dann kann ich das mit meinem eigenen Verständnis von gesunder Ernährung und Körpergewichtsreduktion abgleichen, damit ich die Lebensmittelschwangerschaft reduzieren kann oder gar nicht, oder es dafür sorge, dass sie gar nicht erst aufkommt. Das ist mein Tipp für heute. Aufschreiben, protokollieren, nicht nur was ich esse, sondern auch wann, warum, wie hat es sich ausgewirkt. Und das mal über 2 bis 4 Wochen auswerten und dann schauen, was passiert. Naschdemenz wird reduziert und Lebensmittelschwangerschaft genauso. Also Protokoll schreiben, ausprobieren und schreibt mir gerne in den Kommentaren unten drunter, was ihr für Aha-Erlebnisse oder Erkenntnisse gehabt habt oder wie eure Erfolge waren.